dort Matchet. Hey Leute, ich bin's Fritz und ich bin gerade mit Bommel auf Polens größten Truppenübungsplatz. Ich würde sagen, ready for combat. Ja, ich ging gerade zu. Komm. Unser aktueller Auftrag war es, die Stadt zurückzuerobern. Im letzten Teil, also einen Tag zuvor, haben wir noch einen Großteil aller Gebäude kontrolliert. Aber gegen 1.31 Uhr erfolgte ein Blitzangriff vom gegnerischen Team. Nebelgranaten, Laser, Flashbangs. Was soll ich sagen, es dauerte einige Minuten und die Sache war gegessen. Unser Ziel war es jetzt, die Gebäude nach und nach zurückzuerobern und natürlich auch für die nachfolgenden Truppen zu sichern. Allerdings leichter gesagt als getan. Im gegenüberliegenden Haus war auf jeden Fall mit Feindkontakt zu rechnen. Ich tastete mich also Stück für Stück nach vorne. Oh, doch, doch. Der steht quasi, genau, der steht links drin. Der hat quasi genau hier die ersten 20 cm. Da an dieser Ecke der Scharfschütze auf mich wartete, wechselte ich sofort die Position, um weit auf das Gebäude einwirken zu können. Gegenüber einer 8. In diesem Moment bekamen wir die Ansage, dass wir eventuell von hinten beschossen werden. Mir war klar, dass ich sofort die Position wechseln musste. Im Untergeschoss sollte ich deutlich mehr Deckung haben. Die Fenster zeigten direkt auf das Gebäude, in dem sich der Scharfschütze befand. Ich hatte zwar nun eine neue Position, musste mich aber trotzdem langsam vorarbeiten. Ich weiß nicht warum, aber er wollte sich einfach nicht mehr zeigen. Doch wir bekamen ein ganz anderes Problem. Die Gegner kamen von der Rückseite immer näher und einen von uns erwischte es. Je nach Event gibt es ganz unterschiedliche Regeln. Hier gab es keine speziellen Sanitäter, sondern jeder konnte den Mitspieler heilen. Allerdings, Second Hit always kills. Ich hatte etwas Feuerunterstützung von rechts und der Hügel geradezu gab mir auch etwas Deckung. Ich versuchte links weiter vorzukommen, um weitere Gebäude einzunehmen. Die sind hier hinter dem Tower in dem Gebäude. Das Hauptproblem war die schlechte Deckung im Außenbereich. Wir hatten teilweise Feindkontakt im 270 Grad Radius, manchmal sogar 360. Das heißt, der Feind kam von vorne, von der Seite und mit viel Pech auch von hinten. Wir waren in diesem Moment eingekesselt und die Gegner schon außerhalb am Gebäude. Glaubt mir, mein Adrenalinspiegel schoss in Sekunden nach oben, als ich bemerkte, dass es keinen zweiten Ausgang gab. Da wird einem ganz anders, wenn plötzlich eine Granate ins Gebäude fliegt. Für mich war an dieser Stelle das Spiel erst einmal beendet. Leute, kleine Zwischeninfo. Gestern Abend ging es noch übelst ab.
Ich konnte leider nicht mehr filmen, dadurch, dass es viel zu dunkel ist für die GoPro. Hier war komplette Eskalation bei den Pullen. Es hat alles gescheppert, hier sind Böller reingeflogen, Flashbangs, war alles von Nebel geraucht. Die haben mit Nachtsichtgeräten gespielt, die haben mit Laser gespielt, die haben mit Strobo gespielt. Hier sind einfach andere Regeln als in Deutschland. Das ist, die sind komplett eskaliert. Jest zajęty fragment Orange od meczet i cała stacja kolejowa z jednym budynkiem. An dieser Stelle möchte ich euch noch ein paar generelle Infos zum Spiel, aber auch zu meiner Sicht zum Thema Airsoft mitteilen. In den letzten Videos gab es einige Kommentare, die gezeigt haben, dass viele von euch gar nicht wissen, was Airsoft ist und wie so ein Event überhaupt abläuft. Als allererstes möchte ich sagen, dass ich ein absoluter Kriegsgegner bin und auch zu meiner Zeit bei der Bundeswehr nie in einen Auslandseinsatz wollte. Mich fasziniert am Airsoft das taktische Vorgehen, die Herausforderungen, auf immer wieder unterschiedliche Situationen zu reagieren, im Team zu arbeiten und als Gear-Junkie natürlich auch die ganze Ausrüstung. Ich kann ganz klar zwischen Realität und der Wirklichkeit unterscheiden, genauso wie ich das auch bei Actionfilmen, PC-Games oder anderen fiktiven Sachen kann. Gespielt wird hier mit eigener Ausrüstung und verschossen werden kleine 6mm Plastikkugeln. Es gibt verschiedenste Arten von Waffen, elektrisch betriebene, Federdruck oder auch mit Gas. Einen Treffer am Körper merkt man definitiv und hört ihn meistens auch. Das Spiel beruht auf Fairness und jeder sollte mit einem lauten Hit anzeigen, dass er getroffen wurde. Je nach Event gibt es dann verschiedenste Regeln zum Thema Medic, Respawn, Magazine, Fahrzeuge, Parteien und so weiter. Da immer wieder gefragt wird, was für Airsoft-Ausrüstung ich verwende, wird es auch noch ein komplettes Loadout-Video geben. Dort stelle ich euch dann vor, was ich alles so verwende. Ich hoffe, euch hat der kleine Einblick gefallen. Wenn ja, dann gebt gerne einen Daumen nach oben für weitere Airsoft-Videos und schreibt mir euer Feedback in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.